Richtlinie hat, die ganz klar Open Source Bereich positioniert ist, also dort, wo die IoT Austria auch aktiv ist. Und wie das diesem Unternehmen funktioniert, wie Kollaboration funktioniert, wie Open Collaboration in einer truly open Company funktioniert, das erzählt uns jetzt der Roman. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Ich bin überraschend, wo du mit, weil das ist immer eine gute Gelegenheit, den auszuführen, damit man jeder bewusst ist, wer das anfängt. Und also, um jetzt kurz zu meiner Version, bevor es zu meinem Thema geht, ich bin Software-Entwickler und arbeite bei Analyse, das ist ein Projekt zur Datenzentrum-Vision. Und ich bin überhaupt sehr interessiert in der Agreement und Teil der Entwicklung. Es macht durchaus mal Sinn, also ich möchte gerne etwas von Reddit erzählen, aus meiner Sicht als Entwickler, weniger jetzt, wie es vermutlich nur das sehen so sieht, obwohl wir auch nicht von Fenster haben. Wenn jemand Interesse hat, mehr in unserer Funktionierung zu erfahren. Aber es ist gut, damit, dass man mal kurz weiß, was unsere Firma überhaupt ist, wie groß sie ist und was sie so machen, einfach um zu verstehen, wie der Kontext ist. Momentan haben wir etwas über 8000 Mitarbeiter, die Firma gibt es seit 1993 und wir machen momentan ungefähr 1,8 bis 2 Milliarden Umsatz und unser Hauptquartier ist Amerika, klassische amerikanische Firma im Wesentlichen. Auch unsere Produkte schauen ganz normal aus, wir sind sehr stark im Datacenter und Hardware-Provision-Bereich tätig, wir haben ein Betriebssystem, Enterprise Linux. Diverse Mittelwehrprodukte für Java Enterprise Entwicklung, zum Beispiel JBoss, Virtualisierung, Private Public Cloud Storage, all das, was man so kennt. Und ich habe hier einfach, sieht man warum, ich habe hier einfach mal ein paar Produktnamen von uns angegeben, weil jetzt kommt nochmal eine selbe Folie. Denkt man im ersten Moment, weil in der Klammer stehen aber auch andere Sachen. Und das Interessante ist, das sind dieselben Projekte. Was wir vorher gesehen haben, auch der Produktbezeichnung, das sind unsere sogenannten Downstream-Projekte. Das ist was dafür ein Kunde bei uns Support kaufen kann. Und das hier sind unsere Upstream-Projekte. Upstream bedeutet in dem Fall, das ist nicht einfach nur auch öffentlich zur Verfügung in irgendeiner Weise. Das ist nicht Shareware oder irgendwas oder eine Community-Version, sondern diese Upstream-Projekte sind genau dasselbe Downstream. Und die sind ein bisschen rebranded, haben wir andere Bilder drauf. Aber da findet tatsächlich die Entwicklung bei uns statt. Und es geht sogar noch weiter als das. Es ist so, dass wir das Upstream-First-Prinzip haben bei uns. Das bedeutet, wir als Entwickler, wir arbeiten mit den Open Source Communities zusammen an verschiedensten Projekten und machen den Enterprise-Band. Wir haben teilweise unsere eigenen Produkte, wir arbeiten mit Produkten mit. Beispielsweise Kubernetes, auf dem Schiff basiert. Und wenn was Upstream nicht akzeptiert ist, gibt es das Downstream nicht. Das heißt, wenn ein Kunde von uns, der Support zahlt, irgendein Feature in einem Produkt von uns vermisst, dann nehmen wir nicht ein Open Source Projekt, hacken da irgendwas rein und stellen es dem zur Verfügung, sondern das wird nachhaltig in die Community mit eingebaut. Das muss Upstream von möglicherweise Maintainer oder Verantwortliche für diese Projekte, die sogar bei anderen Firmen arbeiten, aufgenommen werden und akzeptiert werden, dass es reinkommt. Anders kommt es bei uns nicht rein. Wir haben natürlich Security Fixes, die haben manchmal nicht die Zeit, sowas, das kommt manchmal auch dann auf First, aber prinzipiell ist das sehr aktuelle. Und in meiner Beschreibung am Anfang hat man es schon gesehen, ich habe da mal unseren Leitsatz mit reingenommen. Ein Statement, also die Catalyst, die Communities, Customers, Contributors, Partners and Partners für den Better Technology Resource Way. Und das versteht man vielleicht jetzt mit diesem Hintergrund ein bisschen besser. Das ist immer so diese Gespräche auch zu sagen, das spielt man sich niemand an. Dass wir das wirklich in die volle Ernst betreiben. Das ist nicht irgendwie ein bisschen damit machen, ein bisschen damit machen, ein bisschen damit machen. Alles, was wir machen, ist zuerst für alle verfügbar, bevor es dann zu unseren Kunden geht. Und das kann man dann noch ein bisschen weiter aufgliedern, wie diese Zusammenarbeit im Detail funktioniert. Wir haben dann ein paar so
the core values with freedom, commitment, courage, and accountability. Kann man gerne mal weiter reinlesen, das ist, wenn es dann interessiert. Was wir hier machen, hat natürlich auch großen Einfluss auf unsere Firmenstruktur und wie wir zusammenarbeiten. Viele von uns kommen bereits, oder die meisten von uns entwickeln, kommen bereits aus der Open Source Community. Und Reddit ist daher für viele von uns extrem interessant mitzuarbeiten, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ermöglichen wir Entwicklern bei uns einzusteigen und viele von denen machen sogar nachdem sie bei uns angefangen haben, genau das, was sie vorher gemacht haben. Und wer in Open Source Projekten tätig ist, der kennt das auch, man ist irgendwie bei einem neuen Arbeitgeber und auf einmal ist man da irgendwie mit Projekten drin und hat keine Zeit mehr irgendwo da mitzuhelfen. Das funktioniert bei Reddit auch etwas anders. Bei uns ist es auch begrüßt bei anderen Projekten, auch wenn wir jetzt gar nicht ein Produkt sind, dass wir auch Downstream vertreiben, auch wirklich weiter mitzuverwenden, auch weiter mitzuentwickeln. Und ja, das alles ist eben nicht am Reißbrett entworfen, das hat sich wirklich aus dieser Zusammenarbeit mit den Communities und eigentlich auch aus den Gründerzeiten heraus so ergeben. Und das ist jetzt vielfach so ein Gegensatz im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo die wirklich teilweise hart darum kämpfen, sich zu öffnen, gerade eben auch um stärker an den Open Source Bereich zu partizipieren. Ich denke nur, es gibt riesige Technologiefirmen wie Siemens und dergleichen, von denen habe ich noch nie irgendwo Pull-Requests gesehen. Ich will jetzt niemanden umrechnen, wahrscheinlich gibt es da irgendwo sicher welche. Aber die haben wirklich Schwierigkeiten, mit dem allen Ansatz zu finden. Da gibt es bei vielen Firmen einfach diese Mentalität, man entwickelt alles intern, man gibt den Reviews nach außen und so weiter. Bei uns ist das wirklich alles immer von vornherein schon offen. Und ein zentrales Konzept, das klingt jetzt alles so ein bisschen so wild, würde ich mal sagen, und unorganisiert. Und eines dieser zentralen Konzepte, warum es aber trotzdem ganz gut funktioniert, meiner Ansicht nach ist zum Beispiel, dass Meritocracy etwas sehr Wichtiges bei uns ist. Bei uns gibt es jetzt, vielleicht auch im Kontrast zu dem Vortrag vorher, gibt es jetzt weniger im Kontrast zum Vortrag vorher. Das ist noch besser. Gibt es dann regeln, sondern das ist etwas, der lauteste schreit, dann sagt, was passiert, aber jemand, der über langes Engagement einfach die Zeit hat, das so abprogrammieren will und was beizutragen hat, der hat natürlich ein gewisses Gewicht. Ja. So funktioniert zum Beispiel sehr viel, also um nochmal zusammenzufassen, diejenigen, die in dem Bereich über längere Zeit gut beitragen und viel sinnvolles beitragen, die haben am meisten zu sagen im Laufe der Zeit. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir uns Manager oft dann bei vielen Dingen nicht einfach so mal was bestimmen können, sondern Leute, die bei uns in der Firma viel zu sagen haben bei gewissen Projekten, die dann auch in der Upstream-Community akzeptiert sind, die können nicht einfach mal immer nur umsetzen, was uns gerade firmenintern vielleicht lieb wäre. Das ist wirklich etwas, was wir hochhalten und hochschätzen, dass wir diese Authentizität, die darüber noch entsteht. Und vielleicht würde ich euch ganz gerne noch ein bisschen was erzählen über die internen Strukturen, wie das aber oder nicht generell über die Strukturen, wie wir kommunizieren und wie wir arbeiten. Und eines dieser Dinge ist zum Beispiel die Memo-Liste. Die kommt immer wieder mal vor in diversen Büchern und Vorträgen, wenn man was von Reddit hört. Das ist jetzt mal was rein internes, eines der wenigen Sachen. Das ist so unser großes Diskussionsboard. In vielen Unternehmen gibt es Verteilerlisten, da haben wir eine andere dafür. Das ist nicht um Informationen zu verteilen, das ist wirklich zum Diskutieren. Und hier diskutiert wirklich der CEO mit Praktikanten und anderen Entwicklern, hier wird wirklich offen über unsere Werte diskutieren, das ist auch ganz speziell. Da wird wirklich über die Werte, die unsere Firma vertreten soll, diskutiert, von allen Leuten. Ganz nebenbei findet natürlich auch der technische Austausch statt. Aber das ist etwas ganz Spezielles für mich. Weiters, wenn wir zu unserer konkreten Arbeit als Entwickler schauen, wie wir kommunizieren, natürlich, nachdem wir
stark in der Open Source Community involviert sind, ist vieles der Infrastruktur, die wir verwenden, gar nicht unter unserer Kontrolle, die wird teilweise von extern gehostet und alles, wirklich alles von der Continuous Integration Infrastruktur über Source Code und so ist frei zugänglich. Wir sind ganz normal erreichbar wie jeder andere Entwickler auf GitHub oder so. Da gibt es überhaupt keine Hindernisse oder irgendwelche Blockaden, um uns fernzuhalten und das nur sehen zu halten und umsprechen, was jeder von uns ist ansprechbar und verfügbar. Weiters gibt es eine Projekt-Mailinglisten. Jedes Projekt hat User- und Developer-Mailinglisten. Kunden können, also nachdem es alle unsere Projekte frei zugänglich sind, kann sich zum Beispiel jeder Mehrprojekt, mit dem ich arbeite, probiert, dann runterladen, installieren und kann sein Datasend mit managen. Und wenn er Probleme hat, kann man sogar zu uns kommen, auf der Mailingliste schreiben, er hat Problem X und wir helfen weiter. Das ist Teil unseres Jobs. Und das sind wir wirkliche Multiplikatoren, um auch unsere Produkte zu verbessern. Das ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern das bringt wirklich die Produkte weiter. Und wir verwenden Mailinglists auch intern. Also es ist etwas, dass wir das nicht nur auf unsere, das sind ein bisschen Punkte, die sind ein bisschen schwierig zu erklären, aber die geben ein interessantes Gesamtbild. Wir geben auch wirklich. Ja, wir leben auch intern so, wie wir nach außen wirken. Das heißt, Mailinglists sind auch ein wichtiger Teil intern, um zu kommunizieren, um Informationen auszutauschen, Probleme zu lösen. Und genauso lösen wir Probleme auch mit der Community aus. Auch mit Real-Time-Communication. Wir haben IRC, Slack, all diese HipChat, all diese Chats in Verwendung, die viele von den Startup-Communities verwenden oder die schon lange existieren in diesen Chats. Wir verwenden sie natürlich upstream, um die Communities zu kommunizieren, aber wir verwenden sie auch intern. Und das ist sogar was ganz Spezielles, dass ein riesiger Teil unseres Unternehmens sowas wie IRC, auch wirklich intern verwendet. Also nicht nur Engineers, sondern auch Sales-Leute, Human Resources-Leute, alle sind über diese Systeme ansprechbar. Das gibt einem als Entwickler einen ganz anderen Zugang auch zu vielen Ressourcen. Das ist, oder generell als Mitarbeiter, es gibt einfach diesen zentralen Weg, diesen offenen, öffentlichen Weg innerhalb der Firma, in dem ich einfach mit anderen Leuten Kontakt aufnehme. Es ist viel weniger intransparent. Man hat wirklich ein Gefühl dafür, wo laufen die Fäden zusammen in der Firma, wen kann ich fragen zum Thema X, zum Thema Y. Ich sehe einfach mal beiläufig auf diesen Chats irgendwas, was mich interessiert und habe schon wieder was dazugelernt. Das ist aber wirklich nicht schlecht. Und auch hier eben, intern und extern, wir verwenden da dieselben Mittel. Das ist wieder etwas, was einem unglaublich hilft, authentisch zu sein. Und das sind eigentlich auch schon die Keypoints von dem Ganzen. Wir haben eine gewisse Bottom-up-Mentality, dass, obwohl wir eigentlich diese Größe haben, sehr viel entsteht wirklich von den Entwicklern unten und von dem Support oder auch anderen, die wirklich an der Basis arbeiten und mit teilweise extrem viel Ehrgeiz und Freude an der Arbeit diverse Projekte in den Weg bringen und das Management muss dann oft einmal nur noch analysieren und die richtigen Wege lenken. Sehr speziell ist eben auch, dass wir Upstream First haben und dass wir immer mit denselben Mitteln kommunizieren. Und das sehr viel unserer Entwickler wirklich eben Red-Hat-Kollegen sind. Und ich glaube wirklich, dass es eine ziemliche Authentizität gibt und die Möglichkeit gibt, sehr authentisch zu sein. Und das ist wirklich sehr speziell, dass man sehr selten in Unternehmen findet, zum Beispiel. Ja. Ich habe keine andere Firma, einfach. Das bringt für uns immer natürlich auch Herausforderungen. Wir wachsen rasant, wir sind außerdem ein börsenorientiertes Unternehmen und wir sind da in den Markt unterworfen in vielerlei Hinsicht. Und wir haben viele Leute, die von anderen Firmen kommen, die diese Open Source Mentalität nicht haben oder nicht kennen. Speziell wenn ich jetzt an Management denke, wo Leute von Oracle, VMware oder IBM zu uns kommen, dort wird einfach anders gearbeitet.
das ist für uns und für diese Leute eine große Herausforderung, dass wir gemeinsam einen Weg entwickeln und unsere Kultur, die doch ziemlich einzigartig ist, auch bei diesem rasanten Wachstum weiterhalten. Das ist etwas, was uns firmenintern extrem beschäftigt und wo ich auch recht stolz bin, dass das so ein großes Thema ist, dass man uns wirklich versucht zu erhalten und nicht einfach gleichzeitig aufgibt, sondern sich irgendwelchen Reitern zu geben. Danke. Danke, Roman. Jetzt wollte ich dir gerade die 5 Minuten zeigen und dann bist du schon durch. Gibt's Fragen? Gibt's Anmerkungen? Oh! Ja. In der Communication Stack war eine Reihe von proprietären Tools wie Atlassian, Trello, Slack. Jetzt ist das sicher nicht das Hauptaufgabengebiet von RightHead, aber wäre es nicht trotzdem angebracht, darüber nachzudenken? Ich habe das Gefühl, dass es ein ziemlicher Blocker in der Open Source Entwicklung ist, dass die Qualität der Open Source Tools in dem Bereich halt nicht gegeben ist und man dann auf sehr teure Tools zurückgreifen. Und der Linus Torvalds hat ja auch seine eigene Versionskontrolle entwickelt, obwohl er eigentlich am Linux-Kernel hauptsächlich arbeitet. Ja, das ist, diese Diskussion gibt es in den Firmen intern auch immer wieder. Inwiefern es gut ist, proprietäre Sachen zu verwenden oder nicht. Wir sind in erster Linie mal an unseren Produkten und unseren Produktfällen interessiert und wenn auch mal etwas populäres unsere Zwecke gibt, dann nutzen wir das auch mal. Wir halten es bei unseren Produkten eben wirklich so, dass es das 100% Open Source ist und dass es da keine Einschränkungen gibt. Bei den anderen Sachen gibt es manchmal einfach auch Fakten, wie zum Beispiel Management von was ist die Buchhaltungssoftware oder solche Sachen. Und da gibt es einfach gewisse Marktmonopole, da können auch wir teilweise nicht vorbei. Wir lösen nicht alle Marktmonopole auf wegen sowas. Wir versuchen das, was wir machen, gut in den richtigen Weg zu machen. Aber es gibt einfach, dass das auch mal im Stack drin ist. Und es gibt immer wieder Initiativen, zum Beispiel auch bei Slack oder dergleichen, da gibt es immer wieder Open Source andere Initiativen und da gibt es auch ein paar gleichwertige Services, die sind dann teilweise auch bei uns im Einsatz. Also es ist nicht nur so, dass dann jetzt alle auf Slack hüpfen, weil es alle Slack verwenden, sondern gleichzeitig gibt es auch andere Gruppen, die nutzen die Open Source Implementierung X, die auch bei Slack ist. Oder inzwischen die nutzen, die auch bei Slack ist. In dem Bereich gibt es weniger Vorgaben und wir probieren da alles aus. Das hat so nett geklungen, dass jeder so machen kann, was er Lust hat und was ihm gerade Spaß macht und auch bei anderen Firmen arbeiten und so. Irgendwie kann ich mir in der Praxis nicht so ganz vorstellen. Also wie verhindert ihr das, dass nicht jetzt jemand völlig abhebt und sich vielleicht ärgert über eure Firma, weil er eben und dann halt für andere Firmen arbeitet? Oder das jetzt hat so ein komisch geklungen. Weiß ich jetzt vielleicht nicht ganz genau, was du ansprichst, aber prinzipiell ist es so, wenn man zum Beispiel Maintainer ist für sein Open Source Projekt, dann hat man ja auch hat man nicht wie unsere Firma gegenüber, sondern auch diese Projekte gegenüber eine Verantwortung. Und damit verbunden ist schon ganz stark auch der eigene Ruf. Und das ist, was mir zum Beispiel auch sehr gut daran gefällt. Ich kann einfach mein. Gibt es einen Chef, der einen schon hier Vorgaben auch gibt? Oder? Natürlich gibt es schon auch. Also es gibt. Wie ich schon gesagt habe, also wir haben ja auch Kunden, es gibt natürlich auch Kunden, die haben Wünsche, was in der Software geht und dergleichen. Und wir haben auch Chefs, die gerne hätten, dass wir das implementieren, das ist klar. Aber es gibt einfach keinen Weg an der Community vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Frage nicht zu beantworten. Ja, es ist halt wirklich eine wieder ganz andere Kultur und es ist wahrscheinlich schon die Antwort. Ja. Ich bin in Amerika, aber ich denke, Transparenz lässt ja nicht zu, dass gewisse Dinge überhand nehmen. Also ich bin ja selbst komplett reinverantwortlich. Ich habe selbst jetzt in Berlin und ich könnte jetzt mit meiner Kreditkarte einfach nur 500 Euro nach Ringsburg buchen. Ja. Wo ich halt dann
sehr wohl gefordert, wenn jetzt einzelne Angestellte bis hin zu diesen Selbstständigen wie mir zu sagen, nein, das ist nicht gut fürs Unternehmen. Das ist ja auch der Punkt, den unsere Vorredner gebracht haben. Wenn man als Angestellter nicht in der Lage ist, dieses unternehmerische Denken selbst zu leben, bei den klitzekleinsten Detailentscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss, wo investiere ich meine Zeit? Ich habe den ganzen österreichischen Markt, wo gehe ich zuerst und wie glaube ich, dieses Ziel, dieses Quartalsziel, also von der kleinen Firma, wie schaffe ich das selbst zu erreichen? Und diese Selbstständigkeit ist natürlich beängstigend, ja? Muss man durchaus so sagen. Und das ist nicht für jedermann. Und in dem Moment, wo ich es ausatmen lasse, und ich sage, ja, super, jetzt ist nicht mehr Geld, ich gebe es einfach raus, dann kommt mir ein Stück drauf und dann wird diese Transparenz natürlich auch dafür sorgen, dass ich das von selbst abstelle und heißt, alles ist der Typ, der unser Geld verschwendet, dass wir so hart arbeiten. Und es gibt bis hin zu einem sehr extremen Feedback, wo wir auf dieser Memo-Liste, die man angesprochen hat, dieses UI-Thema zum Beispiel, und sowas ist historisch ein bisschen schlecht, weil das User Experience und UI angeht und nicht viel erinnert. Es geht so weit, dass manche selbst müssen einfach schreiben, so ein Scheiß, das will ja keiner. Und die Leute, die das Projekt entwickeln, sagen aber auch vielen Dank für das konstruktive Feedback. Und da entstehen dann aber doch auch aus dieser Konfliktsituation darüber heraus neue Anreize. Warum findest du das so scheiße? Für mich die Transition von der Windows-Desktop, wo ich sicher gearbeitet habe, auf den Red Hat Linux-Desktop, ist für mich überhaupt, ist völlig wurscht, ich bin ja Astra aus. Mein Gott, nein. So wurscht, die Funktion ist die gleiche. Und nur wenn ich diesen Dialog darüber suche, aus so einem Konflikt heraus entsteht halt auch immer der Ruf, mit dem kann ich produktiv arbeiten, den frage ich vielleicht wieder, den will ich involvieren. Und ich zum Beispiel komme aus einem Beratungsbereich, ich habe früher Unternehmen beraten, die sich Lizenzkosten sparen, aus schlechten Verträgen heraus. Und wir haben ein internes Compliance-Team und auf einmal, weil ich jemand bin, der mit denen redet, das einzige der Firma, bin ich der Champion geworden, weil die sagen, hey, du verstehst, was wir eigentlich machen, kannst du das andere Leute erklären, der am Vertrieb sind. Und auf der Art macht zwar jeder irgendwo, was er will, und keiner hat eine Jobrolle, die mit den anderen vergleichbar ist, aber die Sachen, die eine Wichtigkeit haben, die kommen zu den Leuten, die dafür brennen. Und da geht es um dieses Engagement-Thema. Da haben wir noch eine Frage, bitte. Ich habe natürlich verstanden. Viele Schlagworte aus der IT-Branche heißt Open Source, alles, was ihr entwickelt und kreiert, stellt sie in die Auslage. Frage, womit verdient ihr Geld? Zweite Frage, wie haltet ihr es mit dem Thema Sicherheit? Datenklau, Ideenklau, etc. Also zur ersten Frage, wir machen Geld mit Subscriptions. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Red Hat Enterprise Linux betreibe im Datencenter, dann kann ich mir einfach die Open Source Version nehmen, kann die installieren und alles kann gut laufen, das ist fein und keiner wird irgendwas dagegen sagen. Nur Unternehmen wollen auch eine gewisse Garantie, bezüglich, wenn sie Probleme haben, dass Fehler gefixt werden, also dass Fehler korrigiert werden, dass innerhalb einer gewissen Zeit, wenn einer der Administratoren irgendwelche Probleme hat, dass er irgendwo anfragen kann, dass er innerhalb einer gewissen Zeit Reaktionen drauf bekommt, weiteres Know-how zur Verfügung gestellt bekommt, Kurse zur Verfügung gestellt bekommt, Kursmaterial, all das. Und oder auch, dass die gesamte Infrastruktur richtig zusammengeschaltet wird. Also ich meine, ein ganzes Datencenter, von großen Datencentern, von großen Unternehmen richtig zu betreuen, Sachen hochverfügbar aufzubauen und so weiter. Das bedeutet, braucht auch die richtigen Architekturen, die richtigen Komponenten, den richtigen Platz. Und das ist Geld wert, dass man das machen kann. Sammeln Sie fast Wartungsverträge auf der einen Seite, weil verkaufen können wir eine Lizenz oder wäre das Betrug, weil Sachen verkaufen, die wir nicht kennen, das ist weniger. Consulting, wie du gesagt hast, Wartungsverträge, Consulting und aber auch die Sicherung. Das muss man so verstehen, wir nehmen eigentlich als Red Hat von dem, was in dieser Open Source Welt passiert, Dinge weg. Weil sie einfach, jeder kann machen, was er will, das führt zu schneller, radikaler Innovation, heißt aber auch für einen stabilen Betrieb, wenn das System 10 Jahre stehen müssen, keine gute Idee. Und auf der anderen Seite unterhalten wir natürlich Beziehungen, die Geld kosten. Also zum Beispiel, wenn man sich PCI-DSS-Compliance angeht, Zahlungsdaten, dann gibt es ein Gremium, was das Standards schreibt und mit dem ich in einen Austausch treten muss, um zu sagen, die Richtlinien sind, die mit dem Einsatz von so einem Produkt erfüllen. Also Dinge, die in einem IT-Umfeld einfach erwartet werden, die ich bei einer Open-Source-Welt nicht habe. Das ist einfach ein Zusatzleistung, aber das Produkt selber, ja, und Ideenklau ist ein guter Punkt, da muss man sich halt fragen, Software-Patent und IP generell müssen wir weitergehen. Tesla sagt, wir machen keine Patente mehr, aber wenn wir sie machen, dann kommen die Chinesen, nehmen sie einfach, kopieren sie und es gibt keine Möglichkeit, wie das Regress ist. Wo man sich dann die Frage stellt, damit fördere ich ja durch das Offenlegen des Patents das Reverse Engineering.
auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sich fragen, will ich denn wirklich das letzte bisschen noch patentieren, bringt uns das weiter? Also Tesla sagt halt, warum soll ich die Ladestation, die sehr, sehr gut funktioniert, patentieren und teuer verkaufen, wenn ich die freigebe und Volkswagen 100 Milliarden Euro diese Ladestation einfach mitnimmt, keinen R&D-Aufwand hat, dann bringt das mich weiter als Volkswagen. Weil wir machen 4 Millionen, wir machen 100 und die Ladestation sich verbreitet, verbreitet sich nochmal von Tesla. Das ist natürlich ein spezifisches Beispiel, aber das ist eine Frage, die sich im Kontext Rufus generell stellen muss. Wie passe ich in dieses Businessmodell rein? Kann ich da reinpassen? Wie muss ich umstellen? Und das ist eine Sache, die eine Flexibilität im Unternehmen braucht, wie wir es vorhin auch so schön beschrieben haben. Und bei uns geht es halt so weit, um Basis-Produktion anzusprechen, dieser Demo-List, da gab es ein Feedback zu einem Produkt, das verkauft. Ne? Unendlich, was das macht. Es gab das Feedback von Entwicklern, von Sales und das Kinder der Wiener. Alle haben da mitgeschrieben und gesagt, nein, wir glauben auch dieses Projekt. Das Produkt, das 100 Euro kostet, das behindert uns strategisch. Und innerhalb von 2 Wochen hat die Geschäftsführung aufgrund dieses radikalen Feedbacks dann entschieden, wir schenken das zukünftig her. Und dieser Input aus ganz, ganz vielen Teilen hat sich deswegen Katalysator extrem schnell in eine Entscheidung gewandelt. Das passiert bei uns natürlich auch nicht immer so, weil. Ich muss bremsen, weil wir haben noch eine Frage. Wir sind noch in der Zeit und daher möchte ich die Frage gerne nehmen und die weiteren Diskussionen möchte ich eigentlich in Pause vergeben. Also vorweg vielen Dank für eure Produkt, Red Hat. Genial, danke für eure Aufwände und für eure Kraft, die ihr in das Projekt steckt. Mich würde interessieren von Upstream auf Downstream. Was macht ihr, wenn ihr das Community-Produkt nehmt und das für Enterprise gibt? Weil der Kollege hat gesagt, die speckt so ein paar Sachen ab, die instabil laufen, so auf ihr. Open Source heißt aber auch, das, was ihr macht, oder das, was ihr aus diesem Produkt versteckt, wie es jetzt ist, müsst ihr wieder zurückspeisen in denselben Kanal. Das heißt, irgendwann hat jeder eine Enterprise-Maschine rein. Nein, also wir machen, also keiner zwingt einen, dass man auch, also erstens mal auch was Downstream in irgendeiner Form verändert wird, ist trotzdem wieder frei verfügbar. Es wird nur nicht in die Volumen zurückgespeist. Es ist alles GPL oder teilweise wäre es Apache, wo man darüber reden könnte, wo man das machen müsste. Aber prinzipiell ist auch das alles verfügbar. CentOS zum Beispiel ist ein Beispiel. Red Hat Enterprise Linux und CentOS, das geht so weit, dass es weit kompatibel ist. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist grundsätzlich schon immer mal auch wieder da. Man kann auch Red Hat einfach nehmen und weiter vertreiben, wenn man Lust hat. Genau, man darf es natürlich nicht unterredet, sondern auch überlassen. Das ist einfach wirklich frei, da gibt es nichts Verstecktes oder sonst was. Was wir einfach machen, aber wir übernehmen natürlich, unser Support nimmt keine Garantien dafür, dann kann, wer immer das macht, kann dann selbst Support testen oder Security-Fuck-Fix-System auch nicht so geben. Das Zweite ist, ich habe Upstream First erwähnt, wenn immer wir da bei diesem Abspecken, oder ich komme dann mal dazu, was wir da genau machen, wenn immer wir da irgendwas finden, was nicht in Ordnung ist, kommt das auch wieder rein zu dem Upstream-Projekt. Allerdings höchstwahrscheinlich nicht in dieser Version, wo es drin war, sondern es wird dann einfach wieder beim neuesten Stand, wird das dann korrigiert. Wenn es im neuesten Stand der Fehler, der bei diesem Snapshot, den man gemacht hat, gar nicht existiert, dann wird es jetzt nicht mehr noch extra rein zurückgespeist, weil die Community selbst nicht gar kein Interesse hat, sondern die bei der Entwicklung schon weiter sind. Und was wir jetzt da machen, wenn wir von Upstream zu Downstream wechseln, ist hauptsächlich extremes Qualitätssicherung. Es werden Flows getestet, es gibt ein Heer an Quality Engineers, automatische Tests, die darüber laufen, all das. Dankeschön an der Stelle, Roman. Danke für die Einblicke.